Denkst du immer noch an Strahlen? Hallo, suchen und du da. Hast du mal ein hübsches Wort parat, Illuminaten? Hast meine Gedanken gelesen? Also entweder lese ich jetzt wirklich immer dem seine Gedanken oder es ist einfach komplett Wurst, welches Wort wir hier auswählen. Ja, ich glaube, der sagt das immer. Ich glaube, du hast meine Gedanken gelesen. Ich dachte, es wäre vielleicht so ein kleines Minispiel, wo man was bekommt, wenn man dem seine Gedanken errät, aber sieht nicht so aus. Gehst du einfach zum Blitzachtempel? Du weißt schon, dass du da nicht rein darfst. Ich will in die Arena. Jetzt unterstell mir doch mal nicht so Sachen. Frieda bringt mir alles über Pokémon bei. Sie sagt, dass man zu Beginn erstmal Freundschaft mit ihnen schließen soll. Frieda scheint wirklich Ahnung von Pokémon zu haben. So. Ah, okay, komm nämlich nicht weiter. Ah, Olli hängt auch hier. Oh. Hier gehe ich in die Einschau. Und das kann ich auch euch massiv empfehlen. Automatisches Speichern ausschalten. Bestätigen und beenden. Jawohl. Und speichern, bevor ich die Arena starte. Warum das Ganze? Ich habe schon so oft. Achtung, man kann sich softlocken, sagt Pokéfit. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich habe schon so oft auf Reddit gesehen, dass sich Leute wirklich beschwert haben und richtig, richtig derb frustriert waren, weil man sich in dieser Arena softlocken kann. Und wenn man Autospeichern aktiv hat, dann kann es sogar sein, dass man seinen ganzen Spielstand versaut. Dass alles, was man gemacht hat, dass alles kaputt geht. Olli hat die Arena schon durchgemacht. Ah, okay, bist schon am Kraterberg. Also das ist echt heftig, das ist echt krass. Vor allem auf sowas sollte man doch eigentlich achten. Und vor allem eigentlich sollte es gar nicht möglich sein, sich in einem Spiel wirklich so festzuhängen, so festzuhaken, dass man nicht mal mehr laden kann und kommt da raus. Das finde ich wirklich richtig krass. Man kann nämlich schräg laufen, was im Originalspiel nicht so war. Oh, okay, und durch das Schräglaufen ist man quasi, durch das Schräglaufen kann man sich hier softlocken. Oh, setzt das nächste Sneebel ein. Da wollen wir natürlich weiterkämpfen. Gegen Sneebel haben wir nämlich was Ordentliches. Oh, okay, das macht Sinn. Klammerer. Da würde mich wirklich mal interessieren, wie jetzt so die ganz, ganz genauen Unterschiede sind. Was kann man machen, was kann man nicht machen und was sollte man demzufolge nicht machen? So. Der Gerlach wurde besiegt. Das Ergebnis ist kalt. Viel zu kalt. Win 2.500. Also wenn man nur das D-Pad in die Richtung benutzt, ist man safe. Ah, okay. Also wenn ich das D-Pad so benutze, bin ich safe. Jetzt bin ich hier runterge... Oh, ja. Wenn ich das D-Pad benutze, bin ich safe. Aber ich kann ja auch schräg laufen. Ah, okay, aber auf diesen Dingern hier kann ich nicht schräg laufen. Das ist echt interessant, okay. Also, ich kann zwar theoretisch schräg laufen, aber muss. Ich muss dabei auf einem weißen Feld gestanden haben. Wenn ich nur das D-Pad benutze. Hä? Wenn ich nur das D-Pad benutze, dann soll wohl alles safe sein. Jetzt frage ich mich aber, der Softlock-Punkt ist wohl, wenn man ganz, ganz unten bei den ganzen Schneebällen steht. Da kommt man nicht mehr raus. Stimmt, das Rätsel ist ja ursprünglich nur mit dem D-Pad konzipiert.
Da ist es wahrscheinlich jetzt so, ich kann nur Vermutungen anstellen, dass wenn man quasi zwischen zwei Feldern steht und dann quasi genau exakt in der Mitte zwischen zwei Feldern ist, also da wo die aufeinander prallen und da in der Mitte nach oben läuft, dass man dann nicht auf dem linken nach oben schlittert, sondern auf dem rechten nach oben schlittert und das verkackt dann alles, sodass man sich softlocken kann. Mich würde trotzdem mal interessieren, wie genau, warum ist man gesoftlockt dann? Was ich gesehen habe, ist die Softlock-Position. Okay. Ja, die Softlock-Position ist wohl an genau dieser Stelle hier. Ah, okay, hier kann ich nicht hochlaufen. Hier kann ich nicht hochlaufen, wenn ich quasi hier hingekommen bin. Ohne dass die Schneebälle hier oben kaputt gemacht wurden, dann komme ich nicht mehr weit. Logischerweise. Okay. Okay, aber die Schneebälle kann ich kaputt machen, indem ich quasi da drauf laufe. Oh, ich finde das cool. Ich finde das cool gemacht. Irgendwie. Auf der einen Seite cool gemacht, aber natürlich auch schade, dass man sich hier drinnen überhaupt softlocken kann. Im Prinzip, wenn man es auf dem Schirm hat, dann kann man das komplett vermeiden. Das finde ich cool. So, man muss es aber halt auf dem Schirm haben, das ist das Wichtige. Niesel, lieber Niesel. So, hier ist natürlich nichts effektiv dagegen. Da würde ich sagen, schnappen wir uns jetzt mal den Kirby und Kirby kann jetzt mal die Gegner einfach komplett plätten. Wenn wir die besiegt haben, haben wir dann 7 Orden. Demzufolge fehlt uns dann nur noch einer und wir kommen zur Arena. Das mit dem Champ werden, finde ich, ist gerade eben sehr, sehr ambitioniert einfach. Aber wir haben es schon 21:36 Uhr. Ich meine, klar, wir sind jetzt hier kurz davor, den 7. Orden zu bekommen. Je nachdem, wie lange es dann dauert, noch den 8. Orden zu bekommen und ob man relativ schnell nach dem 8. Orden auch wirklich Champion werden kann oder ob man da dann noch einen ganzen Batzen Training noch mit einplanen muss, sollte es aber theoretisch eigentlich möglich sein. So, unser Team ist bis jetzt sehr, sehr schön abwechslungsreich aufgebaut und sollte uns eigentlich in so wie jeder Situation hier irgendeine Play-Möglichkeit geben. Ich kann mir zumindest keinen Typ vorstellen, der unser Team komplett hart countert und wo wir gar nichts gegen machen können. So, Mist. Jetzt habe ich natürlich hier das Pokémon nicht ausgewechselt. Elektro ist wirkungslos. Ich würde einfach mal versuchen, den mit Bissen. Ist zurückgeschreckt. Nee, 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 das tue ich mir ja nicht an. Den werde ich nicht mit Bissen versuchen zu besiegen, sondern schnapp mir stattdessen Bernie und Bernie soll den mal ein bisschen Feuer unterm Hintern machen. Was ist denn dein Lieblings-Disney-Film? Meine sind Dschungelbuch und Elio das Schmutzmonster. Elio das Schmutzmonster ist ein sehr, sehr schöner Disney-Film, stimmt. Also mein Lieblings-Disney-Film ist König der Löwen, auf jeden Fall. Ah. Ich finde Katzen toll und König der Löwen ist einfach so ein schöner Film. Sehr, sehr, sehr traurig, also vor allem im Mittelteil rum, aber grundsätzlich ein sehr, sehr schöner Disney-Film. Was ich auch sehr, sehr schön finde, sind so ein paar neuere. Moana, was glaube ich? Ich glaube, es war Moana. Fand ich einen sehr, sehr schönen Film, aber unter der Einschränkung, den Film kannst du dir nicht in Deutsch geben. Hakuna Matata, auf jeden Fall. Diesen Spruch sage ich gern. Vaiana ist es. Okay, Vaiana.
den Film kannst du dir halt wirklich nicht in Deutsch geben. Da finde ich ihn grottig. In Englisch ist der Film so schön. Bookcraft, bester Disney-Film, Star Wars Episode 3. Nein, finde ich gar nicht. Nein. Star Wars wurde ja nur von Disney aufgekauft. Star Wars ist für mich nie wirklich ein richtiger, echter Disney-Film gewesen. Das ist quasi einfach nur so der Cash-Grab. Weil ganz ehrlich, Pokécraft, was ist für dich Spider-Man? Ist Spider-Man für dich ein Marvel? Gute Frage, ja? Neuer Top-Disney-Pixar-Film im Jahr 2022. Rot. Lol. Offiziell ist es das, aber auch wenn ich dir zustimme. Ah, du stimmst mir quasi zu, aber offiziell ist es Disney. Ja, es ist halt aufgekauft, weißt du? Es ist genauso für mich, da bin ich ein bisschen altmodisch vielleicht, ich weiß auch nicht. Für mich ist Spider-Man eine Marvel-Figur. Aber streng genommen gehört Spider-Man Sony. Und genauso Spider-Man gehört zu Marvel, aber Disney hat Marvel aufgekauft. Demzufolge ist Spider-Man eine Disney-Figur? Aber streng genommen gehört so eine bekannte Attacke durch Psychokinese ersetzt werden. Wer? Ah, okay. Ja. Gerne. Hier ersetzen wir Konfusion durch Psychokinese. Sehr, sehr, sehr gut. Oder Turning-Gerät im Englischen. Okay. Macht mir gar nichts. Spider-Man ist Marvel und Marvel ist Disney. Genau. Hast du ja gerade geschrieben. Spider-Man ist Marvel und Marvel ist Disney. Aber die Filmrechte an Spider-Man liegen zur Hälfte bei Sony. Deswegen, wenn quasi irgendein Marvel-Film gemacht wird, dann kriegt den Löwenanteil vom Geld natürlich Disney. Aber wenn ein Film gemacht wird über speziell Spider-Man, dann kriegt auch einen Löwenanteil von dem Geld einfach mal Sony direkt mit. Disney Pixar Cars. Cars könnte ich mich auch nie für begeistern, wenn ich ehrlich bin. So, wo müssen wir jetzt hin? So. Oh, wenn wir jetzt durch die Mitte durchsausen, kommen wir dann quasi richtig an. Nee. Ah, weil das eine Treppe ist. Okay, weil das eine Treppe ist, kommt man da nicht an. Wir können das quasi nicht kaputt machen, aber wenn ich so mache... Jawohl, wenn ich so mache, nur halt eine Etage weiter unten. Jetzt muss man irgendwie nach links kommen. Ja, wie komme ich jetzt einen einzigen weiter hoch? Uff, da. Einen einzigen war da hoch. Hier ist nichts Richtige. Aber das sollte funktionieren. Genau, wenn ich hier hingehe, dann sollte ich hier den Schneeball kaputt kriegen. Mhm. Und den Schneeball da unten muss ich von links aus kaputt machen. Da muss ich mich aber von unten nähern. So, so. Und dann kriege ich hier den Schneeball kaputt.
Aber ich habe so das Gefühl, dass ich den Schneeball da auf der Seite gar nicht mehr kaputt machen kann. Ich glaube, ich habe es versaut, oder? Ganz ehrlich, die Maus ist hauptsächlich zum Cash-Grabben. Welche Maus? Wieder meine Teenagerin, die aufgrund ihrer Verbindung zum roten Panda selbst bei starken Emotionen sich in einen riesigen roten Panda verwandelt. Das klingt aber echt interessant. Nein, hast du nicht. Ich hab's nicht versaut. Okay, gut. Aber wie komme ich dann hin? Von links geht's schon mal nicht, weil von links bin ich ja dann bei einer Treppe. Das heißt, ich muss von rechts dahin. Ist nur die Frage, wie ich hier hingehe, passiert auch nichts. Ich eins weiter in die Richtung gehe. Nope. Hier auch nicht. Wenn ich eins weiter links lang laufe. Das Problem ist halt, wenn ich von hier gegen den Schneeball donnere, da passiert nichts. Ich muss irgendwie von rechts gegen den Schneeball. Aber von rechts gibt es keine Möglichkeit, gegen den Schneeball zu donnern. Genau an der Stelle, wo ich da sein müsste, komme ich nicht hin. Das kannst du noch retten, sagt Olli. Anfangsbereich gegen den Schneeball. Habe ich versucht. Habe ich versucht. Das ist eine gute Idee, aber das funktioniert nicht. So, wenn ich nämlich hier flupp in den Anfangsbereich gehe und von hier gegen den Schneeball will, dann sind da noch Treppen. Da komme ich hier nicht weiter und krieg den Schneeball nicht kaputt. Vom Anfangsbereich aus der rechts. Welchen? Also ich bin ja jetzt hier in dem Anfangsbereich, oder? Pokécraft. Muss ich ein ganz kleines bisschen warten, weil es ist ja eine kleine Verzögerung mit drin. Also ich würde sagen, das ist jetzt locked. Und mal gucken, wenn ich rausgehe, Pokécraft sagt nach rechts gehen. Hier einfach nur nach rechts. Okay, boop. Bin nach rechts beim Schneeball. Bei dem Schneeball rechts unten, da bin ich jetzt gerade. Was mache ich jetzt? Ich wäre jetzt an der Stelle quasi rausgegangen, nochmal rein und hätte geguckt, ob dann wieder alles in Ordnung ist. So, ich bin jetzt hier rechts beim Schneeball. Und jetzt hoch. Wupp. Okay, bin jetzt so oben. Wohin jetzt? Jetzt sagt mir aber nicht, so schräg oben nach links laufen. Das wird eklig. Das wird richtig eklig. Nochmal dann links. Jetzt hier ganz normal links. Hui. Und nun, ne? Oder meinst du noch mal hoch und dann links? Ich gucke mal. Nee, noch eins war noch hoch von eben aus. Okay. Hier gehe ich nach rechts, dann gehe ich hoch, dann gehe ich noch mal hoch. Okay, ich bin jetzt hier oben. Was mache ich von hier aus? Nochmal nach oben, meinte er, sagt Kumagon. Okay, bin jetzt genau hier an der Stelle. Und hier links, meinst du, ganz normal. Oh.
Oh. Okay. Ich muss ein knickender Linden haben. Ich habe das nicht gesehen. Ich habe das echt gar nicht gesehen. Beim Schneeball 2 hoch und dann nach links. Dankeschön, Dankeschön, Pokécraft. Ja, 100% Dankeschön. Ich war jetzt so mindblown. Ich dachte, das wäre genau eins über dem, wo ich lang muss. Das habe ich nicht gesehen, Mensch. Okay, krass. Dass ich so einen Knick in der Linse jetzt haben kann, das ist echt heftig. Sie wird recht einfach, sagt Kumagon. Ich bin gespannt bei Frieda. Ich sag dir am besten, was ich damit meine. Mach dich bereit zu verlieren. Frieda, mach du dich bereit zum Verlieren. Der siebte Orden. Eigentlich mache ich mir nicht wirklich Sorgen. Schneebedeck. Da können wir mit Feuerattacken von Brunhilde ordentlich was reißen. Hier sollte jetzt eigentlich Hagelsturm fängt an. Hier sollte eigentlich jetzt eine Feuerattacke ausreichen. Ein Flammenrad. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob das Flammenrad ausreicht, aber allerhöchstens zwei brauchen wir. Allerhöchstens zwei Flammenräder. Ich sollte unbedingt Brunhilde mal einen Flammenwurf beibringen, damit die auch eine ordentliche Flammenattacke hat. So, wird von Hagelkörnern getroffen. Wer kommt jetzt? Jetzt kommt als nächstes Nebel. Da können wir Birni auch behalten. Ein Flammenrad drauf und Nebel sollte ausgeschalten sein. Snibunner kriegt man nicht mit einem Flammenrad weg, aber Nebel schon. Jawohl. Sneebel ist ausgeschalten. Wer kommt als nächstes? Wie viele Pokémon hatte ich überhaupt? Wir haben maximal 6 Stück. Die setzt als nächstes Meditale ein. Da möchte ich das Pokémon wechseln, auf jeden Fall. Meditales ist ein Kampf-Pokémon, wenn ich jetzt richtig liege und nicht komplett daneben bin. Und demzufolge können wir damit Psychokinese ordentlich was reißen. Frieda heißt auf Englisch Candice und der Name hört sich sehr an wie Candice, woraus dann Candice Witze gemacht werden. Kampfpsycho. Na, stimmt, Kampfpsycho. Also wird Psycho jetzt nicht so sehr reinrocken. Am besten Flugattacken nehmen sollen. Eisheap. Aua, doch hat ordentlich gesessen. Aber Meditalis frisst auch Damage und hier reicht irgendwas. Ja, hau mal einfach zur Sicherheit noch eine Psychokinese drauf. Ah ja, Meditalis, das klassische Eis-Pokémon. Ja, gell. Klassisches Eis-Pokémon. Wer kennt es nicht? Meditales. Kirby erreicht Level 45. Daily wird von Hagelkörnern getroffen und die Hagelkörner haben Daily jetzt in den roten Bereich gebracht. Rex Blizzard taucht auf. Möchtest du das Pokémon wechseln? Unbedingt. Jetzt hätte ich nämlich gerne unsere Birnie wieder mit am Start. Gengar wäre perfekt gewesen. Stimmt. Gegen Psycho auf jeden Fall Gengar. Flugattacken hätten auch ordentlich reingesammelt. Gengar wäre schon perfekt gewesen. Rex Blizzard. Da ist der Tannenbaum. Vor mir ist ein Tannenbaum gedroppt. Flammenrad sollte nicht reichen. Nein, Flammenrad sollte ungefähr 60% der Lebenspunkte abziehen. Grob überschlagen. Nein! 120%. Ja klar, der ist Eispflanze, deswegen mal 4 Multiplikator. Mal 4 Multiplikator und nicht mal 2. Deswegen 120% und dadurch, jawohl. Candice Gym be easy, um mal im Rahmen der unter 12-Jährigen. Na. Okay.
Vierfach Schwäche, Kumangan, genau. Daran lag das jetzt. Das war ein erstaunlich gut. Was, das war's schon? Ich bewundere dich sogar ein klein wenig. Das war's? Wow, bist du stark! Damit hast du dir meinen Respekt redlich verdient. Mit deiner beeindruckenden Konzentration und Willensstärke hast du uns total überrollt. Oh, ich es noch vergesse. Ich muss dir noch das hier geben. Candice? Es ist dein Ernst? Der Firnorden von Frieda. Mit dem Firnorden kannst du über deinen Poketch die VM-Attacke Kraxler einsetzen. Oh, und nimm das ja auch noch mit. Die Sticker von Frieda bekommen. Ich bin geschockt. Wann's ab, wenn du den nationalen Dex hast? Okay. Guck mal. Passiert da noch was mit Candice? Lawine bekommen. Ja, nimmt der Anwender Schaden, verdoppelt sich die Stärke dieser Attacke. Stell dir mal vor, wie viel Konzentration man dafür braucht. Ja, okay. So, also die Arena war ja mal sowas von easy. In Platin hat sie ein Snowcloak, Frostedje mit Doppelteam. Ja, Frostedje hätte deutlich mehr Probleme gemacht. Also, ich meine, ehrlich, Rex Blizzard. Normalerweise nimmst du Rex Blizzard einfach nur, um den Hagelsturm zu droppen. Es ist quasi ein Opener-Pokémon. Und nicht das Haupt-Pokémon, was du dann im Endeffekt einfach einsetzen willst, um hinterher aufzuräumen, was noch übrig geblieben ist. Das machst du nicht mit Rex Blizzard. Du kannst dann die Arenaleiter erneut herausfordern und werde ich definitiv dann auch machen, weil, alter Schwede, war die ja einfach. Also was Snowcloak macht, gerade im Moment leider nicht. Nee. Habe ich gerade nicht hundertprozentig auf dem Schirm. Hier dieses Haus haben wir uns noch nicht angeschaut. So. Oh, ich will das Flemli haben. Flemli. Flemli. Gibst du mir dein Flemli? Das ist nicht zufällig ein Meditales, oder? Wenn doch, würdest du vielleicht gegen mein Alpolutau. Ich meine, klar, das Alpollo entwickelt sich dann zu Gengar, aber nein, ich habe schon Gengar. Krieg ich das Flamly da? Kannst du. Ich bin richtig vernarrt in meine Freundin. Sie hat einen tollen Sinn für Humor. Link deine Freundin. Ich gebe dir einen Fuffi für, okay? Ich gebe dir einen Fuffi für das Flamly. Flim! Flim-lim-lim-li! Willst du nicht? Komm, ich weiß, dass du das willst. Ich weiß, dass du den Fuffi willst. Lenkst du doch mal ab. Ich bin auch ganz schnell wieder weg. Mann, wieso kriege ich das Flamly nicht? Erhöht den Fluchtwert im Hagel. Das ist eklig, ja. Das ist dann eklig. Die Frau ist das bösartigste Wesen der Welt. Das Alpollo hat einen Ewigstein. Nein! Oh, ist das mies! Pokécrap. Ist das mies! Kumagon, dann gute Nacht. Bis später. Schön, dass du mit dabei warst. Ist das mies. Die Frau ist das bösartigste Wesen der Welt. Das Alpollo hat einen Ewigstein. Nein. Deswegen. Du hast mir doch auf YouTube einen Kommentar geschrieben, oder? W an was kann es liegen, wenn man Alpollo zugetauscht bekommt und es entwickelt sich nicht weiter? An dem Ewigstein liegt das dann. Was, wie wo? Hä? Eines Tages würde ich gerne einen richtig starken Trainer an Bord willkommen heißen dürfen. Du weißt schon, einen Trainer, der von der Pokémon-Liga anerkannt wurde. Ah, also mit dem können wir dann reden, wenn wir von der Pokémon-Liga anerkannt wurden. So, jetzt als Sieben-Ordenträger sollten wir theoretisch zu dem See hinkommen, oder? Es gibt sogar ein Subreddit, der sich nur über sie beschwert. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Nach der Liga kannst du ihn dann anreden. Mach mal auf jeden Fall dann auch nach der Liga. Gott, nee, also das ist wirklich, das ist das fieseste, gemeinste, was es überhaupt in der Welt gibt.
Vor allem Gengar. Gengar ist ja so ein geiles Pokémon und... Nein. Itzina! Hallo! Oh! Itzina hat 5 Stufe 1 Abos verschenkt. Ist das mega heftig. Oh mein Gott! Itzina hat Lays ein Abo geschenkt. Rollenspielraun hat ein Abo geschenkt bekommen. Steven, Pokecraft und Red Yoshi haben alle Abos von Itzi geschenkt bekommen. Ist das heftig! Itzi! Ehre! Ehre over 9000! Oh mein Gott! Vielen, vielen lieben, lieben Dank! Ich würde sagen, die erste Runde Community Love, die erste Runde Ehre geht an Itzi. Nice! Community Love hoch 9000 an dich. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. 5 Geschenke. Steven, Rollenspielraun, Lace, Pokecraft und Red Yoshi sind jetzt auch Kanalmitglied und können auch die mega nice Emotes mitnutzen. Viel Spaß mit den Emotes, Leute. Und vielen, vielen, vielen lieben Dank an Itzi für die 5 Geschenke. Oh, ist das schön. Und Itzi abonniert selber auch noch auf Stufe 1. Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Und jetzt die zweite Ladung, geballte Community Love. Da würde ich mich freuen, wenn ihr alle mit Community Love teilen würdet. An alle, die jetzt mit neu als Kanalmitglied sind. Also, Itzi kriegt doppelte Community Love ab. Und natürlich auch noch an Steven, Rollenspielraun, Lace, Pokecraft und Red Yoshi. Herzlich willkommen mit bei den Füchsen. Nice. Da muss ich dich glatt auch abonnieren, Itzi. Wink was. Habe ich was nicht mitgekriegt? Habe ich was Lustiges gemacht oder so? Ich finde das gerade so, so mega krass toll. Also vielen, vielen, vielen lieben Dank für die ganzen Geschenke und für dein Abo. Vielen, vielen lieben Dank. Mega heftig ist das krass. Ich bin ganz sprachlos. Ich bin einfach total sprachlos gerade. Heftig. Oh, ich freue mich total. Und ich hoffe, Red Yoshi, Pokecraft, Lace, Rollenspielraun und Steven freuen sich auch. Die Emotes sind ja wirklich so super cute. Ich hoffe, ihr habt alle Spaß mit den Emotes. Wenn wir mehr Punkte haben, dann kommen auch haufenweise Emotes noch mit dazu. Das kann ich euch zu 100% versprechen. Wir haben so viele schöne Emotes noch mit im Petto. Unter anderem, die jetzt quasi noch nicht mit drinne sind. Ich will nicht so weit runterscrollen, sondern nur ein klein bisschen runterscrollen. Darf ich das? Darf ich das nicht? Aber auf jeden Fall den hier. Den Königsfuchs, den gibt es nämlich auch noch. Der ist aktuell noch nicht mit im Paket drinne. Einfach weil man diese Begrenzung hat, die finde ich selber ein bisschen nervig. Aber wir haben so viele super ultra cute Emotes noch mit dem Petto. Luna und Maya auf dem Klo zum Beispiel, auch ultra schnuffig. Die haben es auch noch nicht mit reingeschafft. Aber auf jeden Fall wird da noch viel kommen. Immer dann, wenn wir sehen, okay, es ist ein neuer Platz freigeschalten, dann können neue Emotes sehr, sehr gerne mitkommen. Oh, hier oben gemeint sie durch, oder? Bookcraft, muss zugeben, die Emotes sind ziemlich gut. Ah, das freut mich, das ist dir auch gefallen. Und die Badges, die finde ich auch so toll. Das hat sich Woody ausgedacht mit den Sushi-Katzen. Das sind nämlich kleine Sushi-Katzen und je nachdem, wie lange ihr schon als Kanalmitglied mit dabei seid, wird das Sushi immer größer und immer besonderer. Das erste Sushi ist quasi so ein ganz, ganz normales Reisbällchen in so ein bisschen Algen drinne. Und je länger ihr dabei seid, umso größer und besonderer wird einfach das Sushi. Die Sushi-Katze, die dann vor eurem Namen steht. So, Itzi, muss ich jetzt erstmal weiterarbeiten. Angenehmen Abend noch und viel Spaß beim Stream. Dankeschön, Itzi. Ich wünsche dir auch noch einen super tollen, angenehmen Abend. So, Meditalis. Ist das ein wildes Meditalis? Kann das sein? Ist es? Ich werfe mal einen Hyperball. Ich habe jetzt gar nicht mitgekriegt, ob das ein wildes Meditalis ist oder nicht.
Es sieht so aus, ja, das ist ein wildes Meditales. Das können wir uns mal fangen. So, schön. Spookcraft auch gerade so, ja, ist ein wildes. Hab ich gar nicht mitgekriegt. Bis jetzt haben wir Meditales nur in Kämpfen mit anderen Trainern gesehen. Jetzt haben wir es schön eingetütet. Meditations-Pokémon, Kampfpsycho. Kämpft mit eleganten, tänzelnden Bewegungen. Ich weiß nicht, so ein bisschen, finde ich, sieht aus wie so ein Tintenfisch aus Splatoon. Etina hat, oh, 1, 2, 3, 4, 5 mal 100 Bits gecheert. Oh, du bist ja heute in Schenklaune. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Nochmal eine Runde Community Love für Itzi. Ich glaube damit, da könntest du mal nachgucken. Ich glaube damit hast du sogar auch neue Emotes freigeschalten. Ich glaube es gibt richtig Cheer-Emotes, die man bekommt, wenn man eine bestimmte Menge gecheert hat. Wenn mich nicht alles täuscht, müsstest du jetzt den Schlaufuchs haben, oder? Wieso darf ich da nicht hinscrollen? Ich scroll immer drüber. Wahrscheinlich muss ich mal im Browser gucken und darf nicht auf OBS gucken. Hier sehe ich es bestimmt besser. Emote suchen. Ja, ah, hier. Den. Da kannst du mal gucken. Ich glaube, den Schlaufuchs müsstest du jetzt dadurch sogar noch freigeschalten haben. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. So, jetzt tauschen gegen Apollo. Oh, der NPC ist einfach so mies. Genau, Olli hat recht. Jetzt einen Apollo tauschen, aber bitte nicht von dem NPC. Das wird sonst eine traurige Überraschung. Da brauchst du noch einige Bits. Echt? Oh, ich dachte, du hast den schon freigeschalten. Schade. 4500 noch, um den freizuschalten. Ich dachte, den hättest du schon. Ich dachte, bei 5000 ist dann der Kronenfuchs. Naja, gucken wir mal. Da frage ich Woody nochmal, wie das ganz genau eingestellt ist, dass ich nicht nochmal was durcheinander bringe. Jupiter. Und Julian will Champion werden. Ha, träum weiter, Kindchen. Wie auch immer, es ist bitterkalt hier. Los, nichts wie zurück zum Hauptquartier in Schleiede. Wuhu! Oh, dich kenne ich doch. Wir haben uns in Ewig genau getroffen, oder? Das könnte jetzt sicher peinlich werden. Also, hör gut zu. Team Galactic hat etwas Großartiges vor, und zwar zum Wohle aller. Kümmere dich daher besser um deinen eigenen Kram, okay? Anstatt uns mit ach so armen Pokémon und ähnlichen Wirlefanz vollzujammern. Das wäre ganz toll und ja, bitte hör auf, mir hinterher zu laufen, und mein Controller ist außerdem auch noch der Akku alle. Das ist eine Riesensauerei. So, Stefan, mach doch für 10.000 Channel-Punkte, dass man dich was sagen lassen kann. Das ist auch eine coole Idee. Mhm. Da kann ich mal mit Hudi drüber reden, das können wir vielleicht machen. Mhm. So. Ich den Controller wieder an und dann an den Strom dran, jawohl. Und jetzt sollte ich hier weiterspielen können, obwohl der Controller eigentlich alles. Verschwende deine Zeit bloß nicht damit, zum Hauptquartier in Schleiede zu gehen. Also gut, wenn du mich entschuldigen würdest, so. Ich muss ja mal los, so. Hier lang, genau. Horscht! Was war denn das? Alle wurden sie besiegt. Nur du hast verloren. Ja, ich weiß schon. Ich konnte nichts gegen Team Galactic ausrichten. Dieses Pokémon selber, es schien wirklich zu leiden. Oh, du hast nur zugeguckt, oder wie? Ich werde mich anstrengen und stärker werden. Ja, das hilft jetzt sehr, sehr viel weiter, weißt du? Es dreht sich nicht immer alles nur ums Gewinnen oder Verlieren. In dem Fall aber schon, weißt du was? Es war ein wichtiger Kampf. Ich muss stärker werden. Ich gehe dann mal. Horst. Weißt du was, Horst? Du machst mich so fertig, Horst.
Beutel, jetzt wollen wir aber erstmal ein kleines bisschen angeln und den Schock verdauen, dass Horst sich einfach so dermaßen besiegen lassen hat. Wollen wir noch normalen Angel angeln oder mit der Profi-Angel? Ich würde erstmal versuchen, mit der Profi-Angel zu angeln, weil der kommt nicht immer zu 100% ein Carpador dabei raus. Das heißt, wir können vielleicht das ein oder andere Pokémon noch fangen, bevor wir unser Carpador bekommen, was wir eigentlich haben wollen. Militares Level 1 züchten und tauschen. Das klingt eigentlich auch ganz schön, oder? Warum hat Jupiter eigentlich ein Bein halb frei? Ist Jupiter warm? Das beißt nichts an, schade. Vielleicht ist Jupiter einfach warm, weißt du? Es gibt manche Menschen, denen ist zu warm, wenn sie lange Klamotten anhaben, und zu kalt, wenn sie kurze Klamotten anhaben. Deswegen wurden. Das Wasser ist tief. Oh, möchtest du es dürfen? Nein, will ich nicht. Deswegen wurden Halbhosen? Nee. Nee, Übergangsjacken, genau. Deswegen wurden Übergangsjacken erfunden. Du hast die Angel zu schnell eingezogen. Mann.